der letzte Container ausgeladen war, ging Scarlett zusammen mit Commander Jack ins Büro von Mr. Drake. Alle Achtung, du hast früher geliefert. Wie vertraglich vereinbart, bekommst du einen Bonus dafür, dass du einen Zyklus früher da bist. Wo ist eigentlich dein Vater? Traut er sich nicht aus dem Transporter? Noch bevor Scarlett reagieren konnte, antwortete Commander Jack. Ich denke nicht, dass das für die vertragliche Abwicklung relevant ist. Oder sind Sie anderer Ansicht? Nein, ich war nur etwas neugierig. Für die vertragliche Abwicklung ist es nicht relevant. Ich denke, wir sind fertig. Ja, selbstverständlich. Scarlett, ich wünsche dir eine gute Heimreise. Danke, Mr. Drake. Commander Jack beschleicht das Gefühl, dass mit dem Minenboss etwas nicht stimmt. Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht. Wut kochte in ihm auf. Warum hatten seine Leute, die er gut bezahlte, ihre Arbeit nicht gemacht? Der Plan war gewesen, dass die Fracht von jemand anderem gebracht werden sollte. Und der Eigentümer des Frachters, Judy Lee, tief bei ihm verschuldet wäre. Er würde jetzt mit dem Verantwortlichen ein ernstes Wort reden müssen. Computer, maskiere mein Gesicht, wähle Stimmmuster Alpha 1, wähle die Frequenz Gamma 997. Ich hatte erwartet, dass Sie Ihre Arbeit machen. Ich kann nicht da. Sie haben Ihre Arbeit nicht gemacht. Ich musste die Maschinenteile inklusive einer Prämie bezahlen, weil Sie früher angekommen sind. Seltsamerweise hat die Tochter von Rain die bestellte Fracht geliefert. Und das sogar noch einen Zyklus früher. Bitte ich. Ich sage Ihnen, wann Sie reden dürfen. Wie kommt es, dass das Mädchen, trotzdem die Mannschaft und ihr Vater ausgeschaltet sind, das Mädchen hier mit einem schwer bewaffneten Söldnertrupp landet? Ich hatte keinen Spielraum, ihr die Fracht wegzunehmen. Sie wissen ganz genau, wie das Spiel läuft. Sollten Sie noch einen Fehler machen, werden Sie hier bei mir in der Mine arbeiten. Und jetzt korrigieren Sie Ihren Fehler gefälligst. Computerübertragung Ende. Computer, wähle Stimmmuster Beta 9. Wähle die Frequenz Gamma 797. Haben Sie einen Peilsender an den Transporter der Kleinen angebracht? Die Söldner bewachen den Transporter, als wären es Goldbarren. Jeder Versuch, sich dem Mädchen oder dem Transporter zu nähern, wird sofort unterbunden. Es ist mir egal. Ich will wissen, wie sie mit diesem kleinen Transporter so schnell hier sein konnte. Und ich will wissen, zu welcher Spezies diese Söldner gehören. Auf dem Rückflug zum Destroyer Durox teilt Commander Jack Scarlett seine Bedenken bezüglich des Minenboss Mr. Drake mit. Als ich Mr. Drake gesehen habe, hatte ich das Gefühl, mit ihm stimmt irgendetwas nicht. Vor allen Dingen, was sollte die Frage nach deinem Vater? Commander, er hat auf mich erstaunt gewirkt, als könne er es nicht glauben, dass ich die Maschinenteile liefere. Seine Frage nach meinem Vater wirkte auf mich, als wüsste er etwas davon. Dann sind wir schon zwei. Gleich nach der Landung im Hangar nimmt Claudia Scarlett mit zur Brücke. Bevor sie jedoch die Brücke betreten, führt Claudia Scarlett in einen Besprechungsraum. Dort trifft sie das erste Mal auf den Captain. Scarletts Puls beschleunigt sich immens. Captain, darf ich Ihnen Scarlett vorstellen? Scarlett, das ist Captain Beatrice, Commander Ginger und Commander Sandra. Hallo, Captain Beatrice. Hallo, Scarlett. Ich bin beeindruckt, wie souverän du den Transporter gelandet hast. Von Commander Jack habe ich erfahren, dass du völlig routiniert mit dem Transporter umgehst. Claudia ist davon überzeugt, dass du einen sehr guten Leutnant abgeben könntest. Commander Jack ist überzeugt davon, dass du jetzt schon ein guter Pilot bist. Ich muss gestehen, von Commander Jack hört man nicht oft ein Lob. Captain Beatrice, wie meinen Sie das? Ein Leutnant, ein Pilot? Ich habe von Claudia erfahren, dass du auf die Akademie gehen willst. Wir haben hier an Bord ebenfalls eine Akademie. Es würde bedeuten, dass du und dein Vater bei uns hier an Bord leben werdet. Scarletts kleines Herz raste. Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Oberlippe und ihrer Stirn. Captain Beatrice bemerkt das sofort. Ganz ruhig, Scarlett. Es ist nur ein Angebot. Rede erst in Ruhe mit deinem Vater darüber und dann entscheide dich. Ich möchte nur, dass du weißt, dass du bei uns hier einen Platz hast. Wer wäre dann mein Lehrer? Jeder, der kein Kadett ist, du würdest nicht nur einen Lehrer haben. Jeder hat sein Fachgebiet und ist Spezialist auf seinem Fach. Deine Ausbildung ist dann vorbei, wenn alle, bei denen du zum Studium warst, der Meinung sind, du bist soweit. Ich glaube, ich setze mich erst einmal hin. Mehrere Stunden später lag Scarlett noch immer ruhelos auf ihrem Bett.
Sie wusste nicht, wie sie sich entscheiden sollte. Zum einen war es die Chance ihres Lebens. Zum anderen würde es bedeuten, dass sie ihren Vater verlassen müsste. Denn ihr Vater würde mit Sicherheit weiter den Frachter fliegen wollen. Scarlett fiel in einen unruhigen Schlaf. Claudia löschte das Licht. Rain, Sie hatten einen Unfall. Sie sind auf der Krankenstation. Scarlett, geht es gut? Sie müsste gleich da sein. Mein Name ist Dr. Jerome. Ich habe Sie behandelt. Wie spät ist es? Wann ist das passiert? Ich habe Fracht zu liefern. Wenn ich zu spät komme, muss ich dafür Strafe bezahlen. Ihre Fracht wurde schon von Scarlett geliefert. Sie war sogar früher dran und hat einen Bonus bekommen. Ebenfalls wurde der Frachter repariert. Es ist alles in Ordnung. Es war früher Morgen, als Scarlett von Dr. Jerome geweckt wurde. Guten Morgen, Scarlett. Ich möchte Sie bitten, umgehend in die Krankenstation zu kommen. Ihr Vater ist wach. Ich bin auf dem Weg, Doktor. Faber, endlich bist du wach. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Scarlett, mein Engel, geht es dir wirklich gut? Erzähl mir bitte alles, was passiert ist. Vielen Dank, Dr. Jerome. Ich lasse Sie beide alleine. Sie haben sich viel zu erzählen. Danke, Dr. Jerome. Jetzt erzähl Scarlett. Aus Scarlett sprudeln die Worte nur so heraus. Gut. Ich lag in meinem Bett. Ich habe euch noch gehört, wie ihr gefallen seid. Ich habe euch am Boden liegen sehen und versucht, euch wach zu machen. Dann habe ich mich erinnert, dass du immer sagst, Ruhe bewahren. Ich bin also ins Cockpit und habe den Kurs überprüft. Ich habe einen Notruf aus medizinischen Gründen abgesetzt. Ich weiß, dass es ein Fehler war. Es dauerte nicht lange und dann war der Pirat da. Er hat von mir verlangt, dass ich ihm das Schiff übergebe. Ich habe ihm dann mit dem ersten Geschütz den Antritt gesetzt. Scarlett erzählt ihrem Vater alles, was sie in den vergangenen 7 Tagen erlebt hatte. Auch dass Captain Beatrice ihr das Angebot gemacht hat, hier auf dem Schiff in die Akademie zu gehen. Erst nachdem Scarlett alles erzählt hatte, bat sie Dr. Jerome darum, den Rest der Mannschaft zu wecken. Ihr Vater unterrichtete dann die Mannschaft über das Geschehene. Die Mannschaft war sich einig. Sie arbeiteten lieber auf einem Planeten in der Landwirtschaft, als dass sie noch einmal das schnelle Geld auf einem Frachter suchen würden. Die Mannschaft bat darum, das Schiff verlassen zu dürfen. Sie wurden alle auf Antara am Raumhafen abgesetzt. Scarlett und ihr Vater entschieden sich, an Bord zu bleiben. Etwa auf halbem Weg zwischen Antara und dem Minenmond liegt die geheime Basis der Piraten in einem Asteroidenfeld. Nach dem Gespräch mit dem Auftraggeber der Piraten unterhalten sich diese, was schiefgegangen ist. Keiner hat uns mitgeteilt, dass der Frachter Judy Lee bewaffnet ist. Mike, ich gebe dir keine Schuld. Dass Rain seine Tochter so gut ausgebildet hat, dass sie mit einem Geschütz umgehen kann, konnte nun keiner wissen. Das ist ja alles schön, recht und gut, aber die Fracht, die Rain geladen hatte, war richtig teuer. Andy, ich weiß, wir haben uns darauf eingelassen, mit der Mine zu kooperieren. Wir müssen herausbekommen, wer von den Bossen bei der Mine die Finger im Spiel hat. Ich habe keine Lust, den Rest meines Lebens in der Mine zu arbeiten. Du meinst wohl den Rest deines dann sehr kurzen Lebens? Eines steht auf jeden Fall fest. Zur Guard können wir nicht gehen. Dafür stecken wir selber zu tief drin. Was ist dann dein Vorschlag, Hank? Darüber denke ich gerade nach. Ich habe eine Frage, aber bitte lacht mich nicht aus. Was ist der größte Kreuzer, den ihr je gesehen habt, beziehungsweise von dem ihr wisst? Du meinst von der Größe her? Ja, genau das meine ich. 500 bis 600 Klicks. Dann sind sie aber schon gewaltig groß. Mike, auf was willst du hinaus? Es war nicht nur das Geschütz von der Kleinen, es tauchte ein gewaltiges Schiff auf. Die Scanner haben die Größe mit 7K-Klick Länge, 4K-Klick Breite und 2,5K-Klick Höhe angegeben. Ihr könnt euch die Daten im Cockpit gerne anschauen. Ist es möglich, dass es ein so großes Schiff gibt? War es bewaffnet? Ja, schaut euch die Scans im Cockpit an. Ihr glaubt es mir sonst nicht. Wie groß waren die Geschütze? Im Cockpit kann ich mir die Scans immer noch anschauen. Planetare Verteidigungsgeschütze, das waren aber die kleinsten. Deswegen frage ich, es war plötzlich da, es kam aus dem Nichts. Rodgauer hat mir vor 60 Parsec eine Bildnachricht geschickt. Er fragte mich, ob ich die Rasse, die auf dem Bild zu sehen ist, kenne. Was ist, wenn diese Rasse zu diesem Schiff gehört?
Offenbar lacht keiner der Piraten über die Frage des Piraten mit dem Namen Mike. Die Piraten schweigen. Jeder malt sich in seinen Gedanken aus, was wäre wenn. Commander Jack hat Captain Beatrice überzeugt, dass es sich lohnen würde, auf dem aufzubauen, was Scarlett von ihrem Vater schon gelernt hat. Scarlett soll auf den interstellaren Jägern der Flotte ihr Piloten Patent machen. Wir werden einen mehrtägigen Ausflug machen. Dabei werden Sie beide lernen, was es heißt, ein Pilot unserer Flotte zu sein. Während dem Flug werden Sie sich nicht nur mit dem Jäger vertraut machen, sondern mit den gesamten technischen Spezifikationen unserer Flotte. Ich möchte, dass, wenn Sie hier auf dem Hangar wieder aussteigen aus dem Jäger, wissen, auf was Sie sich einlassen. Commander Jack, ich freue mich darauf, endlich mehr zu erfahren über dieses und die anderen Schiffe. Commander, mir geht es ebenso. Wir werden sehen, wie Sie sich machen. Bedenken Sie bitte, dass Sie nicht alles an einem Tag lernen können. Sie sollen bei diesem ersten Flug einen Überblick bekommen. Scarlett, ich habe mir die Steuerung eures Transporters angesehen. Unsere Jäger werden mit einem Steuerhebel gesteuert. Im Hangar steuert Claudia jedes Vehikel. Du steuerst den Jäger, sobald Claudia dir die Kontrolle übergibt. In Ordnung, Leutnant Mace. Ich habe verstanden. Scarlett, ich übergebe dir die Steuerung. Ich wünsche einen guten Flug. Ich danke dir, Claudia. Ich versuche, keine Beule in den Jäger zu machen. Ich habe den Kurs in die Navigation eingegeben. Scarlett, du beschleunigst, sobald wir genügend Abstand haben. Ich bereite das Öffnen des Sprungtores vor. Scarlett, einfach nur geradeaus ins blaue Licht. Den Rest macht die Physik des Tunnels. Ja, Leutnant Mace. Wo befinden wir uns jetzt? Wir befinden uns im Übergang zwischen zwei Dimensionen. Hier gelten andere physikalische Gesetze. Was uns wiederum die Möglichkeit gibt, schneller als das Licht zu reisen. Was ist jetzt passiert? Ich habe etwas Ungewöhnliches entdeckt. Das Schiff ist jetzt in vollem taktischen Zustand. Und das bedeutet? Dass sich unser Schiff nicht mehr von der Umgebung unterscheiden lässt. Dies ist ein Standardvorgehen bei unbekannten Gebieten sowie unbekannten Objekten. Wie reagieren wir jetzt? Das gilt es herauszufinden. Ich schicke eine Nachricht an den Destroyer. Für einen Außeneinsatz dieser Art sind wir zu wenig. Wir brauchen Verstärkung. Commander Jack hatte das Objekt bereits gescannt, doch die Werte, die der Scanner anzeigte, ergaben keinen Sinn. Dem Scannergebnis nach war das ein lebendes Objekt. Deswegen hatte Commander Jack den Destroyer um Verstärkung gebeten. Claudia ihrerseits hatte keine Information über ein solches Objekt. Deswegen fragt sie über das neuronale Netzwerk alle KI der Flotte, ob ihnen dieses Objekt bekannt vorkommt. Bis auf Verena war allen die Art des Objekts unbekannt. Der Admiral selbst gab eine Erklärung zu jenem Objekt ab. Seiner Meinung nach musste dies der Herkunftsort des UNAS sein.